Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Lautsprecher sind aus. Ja. Ich weiß nicht, was gefährlicher ist. Die Feinde draußen in der Wüste oder die Wüste selbst? Das weiß ich auch nicht, aber ich weiß, dass ich mich das letzte Mal Ende des Parts total vertan habe, ja. Und ich hatte den Quest nicht ausgewählt. Denn es ist schon richtig, dass ich den angenommen hatte, natürlich. Und wenn wir jetzt hier hinlaufen, dann finden wir den Guten auch. Ich hätte nur dahin laufen müssen. Es ist so Panne. Aber egal, jetzt ist er ja da. Lösen wir den Quest. Oh, ich stecke in der Klemme. Ich wage es nicht, vorwärts zu gehen. Und ich kann gewiss nicht zurück. Ich würde allerdings nicht zum östlichen Sims hinaufsteigen. Es ist äußerst unsicher. Wart ihr dort? Ja, also... Nein, ich war keine 10 Schritte den Hügel hinaufgegangen, als ich die Feien sah. Was kann ein Scholar gegen eine Horde schrecklicher Bestien ausrichten? Einer dieser Boggarts. Er hat mir mit der Faust gedroht. Ihr solltet da raufgehen. Ja, und findet heraus, was da nicht stimmt. Jetzt, wo ich es gefunden habe, verlangt es mich nicht danach, weiter zu forschen. Was genau habt ihr gesehen? Es gab Boggarts, viele Boggarts. Und ich glaube, ich sah einen Borka. Ich war zu sehr mit Laufen beschäftigt, um genau hinzusehen. Naja, die kennen wir ja schon. Die Boggarts sind ja eigentlich noch ganz niedlich, wenn die so in ihrem Trupp gehen, so wit, 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 wit machen. Aber Borka, kann ich verstehen, dass er da wegrennt. Sehen wir mal nach. Ich gehe vor, versucht mir zu folgen. Ja, ich gehe vor. Tja, falls ihr vorausgehen wollt, ich habe nichts dagegen, hinter euch zu bleiben, in sicherem Abstand. Genau. Das ist ja nur ein kleiner hier, ne? Wohin gehen wir jetzt? Zur Schluchtbühlmine oben auf dem Sims. Oben auf dem Sims. Wo eine Horde Fein nur darauf wartet, uns in Ach, Stücke zu reißen. Ach, die hat bestimmt schon längst getötet, ne? Ja. Geht voraus. Ja, ja. Den Hügel hinauf. Machen wir. Da sind sie. So, ist er noch da? Seeflachs. Wo kommen die denn alle her? Sie auch nicht, du. Dann laufen wir mal hier lang. Wie sollen wir hin? Oh, Leute. Sollte nicht so lange hier dauern. Hört auf, mich voll zu blubbern mit eurem Zeug. Das nehmen wir auch noch mal mit hier, wenn wir schon dabei sind. Und dann laufen wir weiter hier hin. Was denn so gefährlich sein soll. Ich sehe etwas am Ende des Weges. So. Die sind auch erledigt. Wo ist noch einer? Hinter mir gewesen. Bist du da? Du bist da. Super. So, da soll ich aber nicht rein. Aber das ist ein Ort, den ich noch nicht kenne. Schluchtbühlmine. Soll ich da jetzt schon rein? Nee, ich soll hier um die Ecke. Hallo. Aurenda. Noch eine. Hier, um das Licht zu stehlen. Um den Traum zu stören. Was machen diese Feinde? Sie sind meine Freunde, die angelockt werden, während ich zwischen der Traumwelt und der Welt der Wachen treibe. Das Licht, Quelle des Trosts, hineingeschlichen. Scharfe Messer, sanfte Schritte, das Juwel von meiner Seite gestohlen. Ach je. Haben es nordwärts durch die engen Felsen getragen, in das Dorf aus Holz und Stoff. Aber es sieht cool aus, wie sie hier steht und alles. Aurenda? Ich sehne mich zurück nach den Träumen. Während Kalova über den Sand wandert, muss ich schlafen.
Was ist mit dir jetzt eigentlich? Als ich merkte, dass das Licht verschwunden war, zerbrach die Hülle des Traumes und mein Traum, ich wandelte in Freiheit. Mhm. Er und ich sind zwei, wo dereinst viele waren. Wir lebten wild in jener Zeit, in den Dünen und Felsen. Jetzt wacht er über den hellen Tag. Und ich widme mich dem träumenden Murmeln des Steins. Ah ja, ich höre hier irgendwie Feinde und ich soll mit ihm reden. Ensa? Garu? Langsam ergibt alles einen Sinn. Dieses Feinmädchen ist real, aber ich glaube, wir sprechen mit einer Projektion von ihr, während sie träumt. Unter dieser Mine liegt eine Feinhöhle, in der sie gewiss schläft. Und die anderen Fein, sie werden von dieser starken Projektion angezogen. Ihr dieses Licht zu beschaffen, von dem sie spricht, könnte die Lage beruhigen. Kommt in das Büro der Motus Bergbaugesellschaft, wenn ihr es ihr gebracht habt, und holt euch eure Belohnung ab. Heißt das aber, ich muss jetzt unschuldige Feinde töten? Was mache ich jetzt? Ihr solltet das Diebesgut dem Feinmädchen in der Höhle zurückgeben. So wird das für gewöhnlich gehandhabt. Ja, okay, Was ist hier? Nehmen wir alles. Hier unten sind ganz viele von den Spackos, ne? Ich höre die auch die ganze Zeit. Ja, das ist schön. Komme ich an denen auch ran? Ja. Sehr schön. Aber die stehen wahrscheinlich wieder auf, ne? Also sie ist so eine Projektion und so weiter und so fort. Was ist denn los? Ist okay. Ja, ich gehe dann mal wieder. Ich weiß nicht, soll ich in die Mine eigentlich mal rein? Und was mit dieser Höhle und überhaupt? Wie komme ich da denn jetzt mal am besten hin? Also ich glaube, ich soll da rein, ne? Damit ich da gut hinkomme. Ich soll ja in das Büro gehen. Nee, ich soll wieder zurück? Was denn nun? Ich guck mich nur mal kurz hier um. Nur mal so ein kleiner Blick. Das ist so still hier. Gut, dann gehe ich wieder zurück, wenn ich da doch nicht lang soll. Ich dachte, ich muss jetzt hier durch. Vielleicht soll ich ganz außen rum gehen. Hier in der Ecke. Ach so. Edelweiß. Ja, ne, ja, gut. Blick gerade nicht durch. Aber irgendwann werden wir schon den Weg finden. Hier zeigt sich das wenigstens auf der Karte. Vielleicht kann ich auch einen Bogen rumgehen. So eine Abzweigung. Ja, ich kann da rumgehen, die Straße. Okay. Warum nicht gleich so? Da ist noch was. Da ist jemand. Oh ne, der ist da oben. Oder unten. Okay. Ist ja auch wieder interessant hier, das Gerippe. Ah, okay. Ich nehme das alles. Auch in das Licht. Und das nehme ich auch. Ja, und dann haben wir hier noch eine Kiste. Die brechen wir mal auf. Und nehmen die mal. Warum nicht? Weil dann kann ich mir Sachen schmieden und so. Ja. Kann sich vielleicht Gamaschen aus dem Kram basteln. Und dann soll ich ihr das natürlich zurückbringen. Und das sind die Typen, die ich von oben erlegt habe? Ja, ich glaube schon. Ja, praktisch. Habe ich von oben schon getötet. So. Kann hier auch durchgehen. Hier ist noch ein Versteck gewesen. Wo denn? Hier, ne? Schattendorn. Aha. So, und jetzt soll ich hier rein. Ah, alles klar. Soll ich hier wirklich rein? Ist hier dann das Büro? Ja, ich soll hier. Okay. Ist ja wieder mal interessant hier. Ich warte schon auf die Gegner.
Nein, den möchte ich nicht, den primitiven Dingens. Komme ich hier nirgendwo durch? Nein, ich muss natürlich eine Abzweigung nehmen. Den komplizierten Weg nehme ich mal angehen. Die Bestien mit meinen Chakrams. Fort mit euch, ihr Biester. So, ich kann hier durch. Dann kann mir wahrscheinlich wieder irgendwelche Schätze holen. Dafür bin ich jetzt hier reingegangen, ne? Ja, um eine gute Napolsborke mir abzuholen. Das ist genau der Grund, wieso wir hier reingegangen sind. Nein, wir wollen hier weiter geradeaus laufen und gucken mal, dass wir hier den Quest gelöst kriegen. Wo soll denn das sein? Ich will da jetzt nicht rein. Hier wollen wir durch. Können wir das bannen? Ich bin doch viel zu blöd dafür. Och nö, jetzt kriege ich wieder einen Fluch, aber dann ist es auch noch schwieriger. Eins. Ja. Ich habe versucht, die Einsatz zu nehmen. Hat nicht geklappt. Jetzt habe ich einen Fluch abgekriegt. Und jetzt in den wieder hoch. Und die regenerieren sich immer, die kleine Sachen. Och Mann, lass mich doch mal. Hier. Mit dem Pfeil geht es dann doch schneller, selbst wenn es nicht immer trifft. Finde ich. Inventar ist voll. Und ich bekomme aber einen Heiltrank. Okay, jetzt muss ich mal wieder gucken, was habe ich hier überhaupt. Wieder mal eingesammelt. Nee, das ist nicht besser. Und der wird wahrscheinlich auch nicht besser sein. Das habe ich hier. Dolche der Handwerkskunst. Nein, die sind auch nicht besser als die, die ich habe. Und dann haben wir bei Sekundär hier natürlich unseren Bogen. 49 Körperschaden gegen 53 ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wahrscheinlich wäre der wieder besser gewesen als der alte, den wir hatten, aber es ist in dem Fall nicht nötig. So. So, dann nehmen wir alles mit. Und dann können wir auch weiter. Ach, immer diese Viecher. Ach hier, Aurenda. Das Licht zu mir zurückgebracht. Wart ihr das? Mhm. Mögen die Dornen und Schatten euch segnen, kleine Sterbliche. Nun lasst mich mit dem Traum allein und dem tiefen Schatten und dem Seufzen des fernen Windes. Ach, die kennen wir auch schon. Die haben wir doch damals in der Höhle schon getroffen. Könnt ihr jetzt schlafen? Nun, da ich das Licht habe, wird mein Traum ungestört bleiben. Lasst mich nun in Frieden, Kind. Lasst mich in Frieden. So, ich muss sie noch nebenbei meine Katze mal wieder reinholen von draußen und ja, das Leben ist hart. Ich lasse dich in Frieden, so wie du das wolltest. Ist okay. Und dann laufen wir wieder raus. Können wir hier raus? Oder muss ich das... Nein, es wird mir aufgemacht. Das ist schön. Laufe ich mal hier runter. Ist hier noch eine... Ja, hier ist ein Schatz. Ach, das hatten wir, glaube ich, schon. Gut, dann haben wir ja den Quest gelöst, aber... Ja, war's das dann? Ich habe ihr das zurückgebracht. Kommt jetzt das Büro? Die Brachlande. Wo geht's denn jetzt hin? Och. Noch einer, der explodiert. Nee. Sis.
Nie hat man seine Ruhe hier in Amalur und es gibt immer etwas zu tun, aber das machen wir ja gerne. Menschen helfen und so. Und wenn wir schon mal hier oben sind, nehmen wir das Ausrufezeichen auch noch mal mit, denn da ist noch jemand, der irgendwas möchte von uns. Und hier ist auch noch ein Stein. Passt ja. Unter ihren sanften Flügeln blühte das Land auf. Als das Leben in die verbrannte Weite zurückkehrte, krochen die Leute aus ihren Höhlen und sahen eine majestätische Silhouette, die sich am offenen Himmel abzeichnete. Sie lobten seiner und verehrten ihre Gestalt. Sie antwortete mit einem Krächzen, das noch immer im Wind nachhallt. Ich beobachte sie Tag für Tag. Ihr närrisches Treiben, wie sie einen Erdklumpen vom anderen trennen. Die Feien wissen, dass das Land die Zeit überdauern wird und alle Wunden verheilen, die die Sterblichen schlagen. Aber ich fürchte, diese Wunden werden nur langsam verheilen. Ich kann nichts tun. Ich bin an unseren Glauben gebunden. Aber ein Agens des Wandels könnte diese Wunden ausbrennen, indem es die Jahrhundertpflanze erblühen lässt. Ach, das klingt ja interessant. Wie bringe ich sie zum Erblühen? Oh, ich kann sie nicht zum Erblühen bringen. Nicht jetzt. Wenn die Zeit reif ist, reicht ein Flüstern der Feien. Ihr Sterblichen seid nicht so eingeschränkt wie wir. Ihr könnt derlei Dinge auch außerhalb des Zyklus wachsen lassen. Ja, was bewirkt das? Man möchte es gar nicht glauben, weil es hier so viele kleine Sterbliche gibt. Aber diese Lande sind ein Ort der Feien. Und als solche müssen sie von Zeit zu Zeit erneuert werden. Das Erblühen der Jahrhundertpflanze ist der schnellste Weg zur Erholung. Warum müssen sie erblühen? Die Jahrhundertpflanzen haben tiefe Verbindungen zum Puls und der Seele des Landes. Ihr Atem erweckt die Wüste und bringt die Felsen zum Wachsen. Okay, was müsste ich machen? Eine Freundin des Sandes. Ihr müsst tun, was zu tun ist. Ihr werdet Petrichor brauchen. Hier ist ein Schluck, den ich gesammelt habe. Aber erst müsst ihr die Pflanze über dem Feuer vorbereiten. Erst nach dem Feuer trinken sie das Petrichor. Es gibt 3 Jahrhundertpflanzen in diesem Land. Bringt alle 3 zum Erblühen, dann wird alles gut. Aha, wie lasse ich die Pflanzen erblühen? Das gilt für jede der 3 Pflanzen im Sand. Versenkt sie mit Feuer und löscht sie dann mit dem Petrichor, das ich euch gegeben habe. Okay. Lebt wir können uns ja immer noch unterhalten. Ich soll nämlich erstmal hier runter, deswegen springe ich mal wieder. Einfach. Und gucke, dass ich hier die Wüste ist so gnadenlos, zurück, wie sie zurücklaufe, heißt. Denn wir haben ja immer noch den anderen Quest zu beenden. Nicht zu vergessen. Und dafür gehen wir hier rein. Vorposten des Motus Bergbaus. Bauges. Ah, hier ist also das Büro. Ah. Ein Feinrelikt, ja? Sie nannte es ein Licht. Ich frage mich, was diese Narren geritten hat, es zu stehlen. Wie dem auch sei, ohne euch würde ich immer noch am Fuße dieses Hügels an meinem Bart zupfen. Nehmt das hier. Wir belohnen alle, die unseren Weg ebnen. Alles klar, Apule Vire. Steiger Vire, sein Kopf ist härter als Stein und leerer als ein stillgelegter Stollen. Aufkommen der Feinde. All das hervorgerufen durch ein gestohlenes Juwel. Bemerkenswert, wie ich immer sage, man kann die Feien nicht verstehen. Trotzdem hätten wir wissen müssen, dass wir direkt über einer Feienhöhle graben. Es schien zu dem Zeitpunkt nicht wichtig zu sein, vermute ich. Bin froh, dass ich mich jetzt nicht entscheiden musste zwischen den kleinen Gnomen und den Feien irgendwie, sondern dass das jetzt so ganz gut geklappt hat, das so zu entschlüsseln. Scholar der Mineralogie, Motus Bergbaugesellschaft. Und Zufallsabenteurer. Sehr erfreut, euch kennenzulernen. Ganz gewiss. Okay, was ist denn die Motus Bergbaugesellschaft eigentlich? Adessa hätte ohne die Motus Bergbaugesellschaft gar nicht errichtet werden können. Okay, Salzquellminen? Ich habe Geschichten von Menschen mit furchterregenden Narben gehört, die hin und wieder am Eingang der Höhlen auftauchen.
Mir ist egal, warum die dort sind. Ich will nur nicht, dass sie in meine Nähe kommen. Achso, erfahren wir auch gleich so ein bisschen mehr über Adessa. Was ist denn der Wolkengipfel? Ein geheimnisvoller und faszinierender Ort. Niemand weiß, was ganz oben lauert, aber jeder hat so seine Ideen. Okay. Lebt wohl. Lebt wohl. Danke für noch alles, jemand, was ihr der getan was möchte. Habt. Ihr scheint gut bewaffnet zu sein. Seid ihr wegen des Kodox hier? Wir haben es mit einem gefährlichen Exemplar zu tun. Er streift durch die Wüste und tötet jeden Arbeiter, den er erwischt. Wie er auf den Geschmack von Gnomenfleisch gekommen ist, weiß nur dieses Monster selbst. Verdammt! Durch den Vorfall bei der Schluchtbühlmine und dieses Monster ist unser Zeitplan völlig durcheinander geraten. Boah, das ist ja schrecklich. Ein Kodok greift Bergarbeiter an? Ganz genau. Wir wissen nicht, wie das verfluchte Ding plötzlich auf den Geschmack gekommen ist, aber es will gar nicht mehr aufhören. Wir haben einen Preis auf seinen Kopf ausgesetzt. Aber wer wäre verrückt genug, ihn zu verdienen? Na, ich würde es versuchen, natürlich. Ha, seid ihr sicher? Also schön, es ist schließlich euer Begräbnis. Ihr solltet mit Edgar Aaron von Aaron Ausgrabungen sprechen. Er weiß, wie man Blutfluch findet. Jo. Edgar lebt schon länger in den Brachlanden als alle anderen. Mhm, wie finde ich den Kodok? Sprecht mit Edgar Aaron von Aaron Ausgrabungen. Er ist schon länger in den Brachlanden als jeder andere. Er weiß, wie man Blutfluch findet. Aber ich warne euch, Edgar ist verbittert, weil Motus seine Arbeiter mit höheren Löhnen geködert hat. Vermutlich findet er die Lage amüsant, nun da Blutfluch die Dünenkopfmine angreift. Mhm, Aaron von den Aaron-Ausgrabungen. Es war die erste Bergbauunternehmung hier in den Brachlanden. Der Steiger hieß Edgar Aaron. Man sagt, er habe jede Münze, die er besaß, in den Bau seiner Mine gesteckt. Dann kam Motus und hat vor Aarons Arbeitern mit Goldsäcken herumgewedelt. Am nächsten Tag sind alle abgewandert. Tragisch, aber so läuft das Geschäft. Ja. Was ist das mit dem Blutfluch? Wir wissen nicht, warum er plötzlich Gnomenbergarbeiter jagt, aber er terrorisiert die Dünenkopfmine. Motus hat ein beträchtliches Kopfgeld auf ihn ausgesetzt. Alles hochinteressant hier. Ja. Ja, gut. Ich lasse es mal dabei. Ihr seht zwar aus, als könntet ihr auf euch selbst aufpassen, aber ihr solltet da draußen trotzdem vorsichtig sein. Oh, ihr seid's. Ja, bestimmt kommt jetzt wieder, ich habe kein Quest ausgewählt. Das ist jetzt die Frage. Nehmen wir jetzt erstmal das mit den Blumen. Ach, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ne? Nehmen wir mal erst den Blumentypen. Oder hatte ich noch irgendwo woanders was angenommen? Also nicht woanders, sondern hier in der Gegend was angenommen vorher? Nee, ne? Dann müsste der Blumentyp, welches ist, wie heißt denn das? Wunderbare? Nee, das ist ja unser Geschichtenerzähler, die Jahrhundertenpflanzen, das ist es. Und dann muss ich da drei Stück von finden. Sind die denn hier in der Gegend? Ach, guck mal. Wenn wir hier schon mal waren. Aber wenn das da unten ist. Ja, ich möchte hier schnell mal hin. Und dann, komm, eine sammeln wir nochmal ein. Oder? Ach, das sah aber so, als wäre das in der Nähe. Ich dachte, das wäre in der Nähe. Hallo? Wo denn? Irgendjemand greift mich an. Wo denn? Da. Geht doch. Komm, die eine Blume, die kriegen wir hin. Irgendwo hier. Warte mal, ich guck mal auf meine andere Karte. Das muss doch hier kommen. Das ist doch hier um die Ecke irgendwo. Komm mal da. Ich lauf mal da hin. Müsste doch hier gar nicht mal so weit weg sein. Och Mann, es war so klar. Ja, sie können es einfach nicht lassen. Die doofen Typen. Aber wir sind hier halt einfach noch nicht oft genug lang gelaufen. Ich sehe schon, ich schaffe das nicht. Unbemerkt an denen vorbeizukommen. Wir machen das im nächsten Part. Ne, ganz in Ruhe suchen wir dann die Blümsche für den Typen und was auch immer das mit dem Einpflanzen und ins Feuer legen und aus dem Sand raushauen und was auch immer da für Zauberblumen draus werden
Wir werden es sehen. Bis dann.